Immer mehr beruflich erfolgreiche Menschen entscheiden sich für ein weiterbildendes Studium und damit für mehr Chancen im Arbeitsleben. Seit mehr als 20 Jahren ist IPOS, das Europäische Institut für postgraduale Bildung, in Dresden-Blasewitz der Spezialist für berufsbegleitende Weiterbildung in den Berufsfeldern Bauwesen, Immobilienwirtschaft, Brandschutz und Unternehmensführung. Jedes Jahr nehmen bei IPOS mehr als 2600 Teilnehmer an den Weiterbildungskursen und Studiengängen teil. Geleitet werden diese von etwa 500 Honorardozenten aus Praxis und Wissenschaft. Der Bedarf an Fachkräften in der Wirtschaft steigt, unbestritten. Auf der anderen Seite ist es so, dass die jungen Leute, die aus den Hochschulen heute kommen, die neu ins Berufsleben kommen, nicht mehr werden, sondern eher weniger. Demzufolge ist Weiterbildung unbestritten. Ganz wichtig, immer wichtiger in der Zukunft. Also sprechen wir genau die an, die in der auch länger werdenden Lebensarbeitszeit länger am Ball bleiben müssen und die auch am Ball bleiben wollen. Bereits seit der Gründung 1990 arbeitet IPOS eng mit der Technischen Universität Dresden bei der Weiterbildung von Fach- und Führungskräften zusammen. Seit kurzem ist IPOS nun auch ein Mitglied der TU Dresden Aktiengesellschaft, kurz TUDAG. In diesem privatwirtschaftlichen Verbund sind an Institute der TU zusammengeschlossen, mit dem Ziel, die neuesten Erkenntnisse aus Forschung und Wissenschaft weiterzuvermitteln. Zur TUDAG gehören bislang die drei Bildungseinrichtungen DIU, Dresden International University, TUDIAS und TUDFACE. Nun ist auch IPOS ein wichtiger Partner in diesem Verbund. Denn ein Geschäftsfeld der TUDAG ist die akademische Weiterbildung. Die Weiterbildung ist ein wesentliches Element für uns. Sie macht sicherlich ein Drittel unseres Geschäftsvolumens aus. Sie ist aus eigener Kraft entstanden, was ich ganz toll finde. Ich freue mich auch riesig, dass auch IPOS jetzt mit hinzukommen wird, weil es unser Geschäft abrundet, gerade im Bereich der Ingenieurwissenschaften. Die TUDAG profitiert wiederum von der langjährigen Marktkenntnis der IPOS GmbH in der Weiterbildungsbranche. Vor allem die beiden Schwerpunkte Brandschutz und Immobilien verstärken das bisherige Bildungsangebot der TUDAG. Die Mitarbeiter von IPOS sind langjährig bei IPOS beschäftigt und dieses wertvolle Gut, diese wertvollen Mitarbeiter sind natürlich auch wichtig für die Weiterentwicklung von IPOS. Die Aufnahme von IPOS in die TUDAG wurde ausdrücklich von der TU Dresden gewünscht, denn Forschung und Lehre ist nur ein Teil des Bildungsauftrages der Universität. Wir haben aber gleichzeitig den Auftrag, auch Weiterbildung, berufsbegleitende Weiterbildung zu betreiben. Die Dresden International University und eben auch IPOS haben die Aufgabe, zusätzliche Ressourcen zu mobilisieren und diesen Weiterbildungsauftrag der TU Dresden in enger Kooperation mit uns, qualitätsgesichert durch uns, auszuüben. Weiterbildung auf Hochschulniveau in Berufsfeldern mit Wachstumspotenzial. Gemäß der IPOS-Vision, Qualifikation schafft Zukunft.